Die Polizei aus Pasadena veröffentlichte jetzt ein Video aus dem Jahr 2012, welches einen Unfall zeigt, welchen man so auch nicht alle Tage zu sehen bekommt. Zu sehen ist, wie ein Hubschrauber neben einen anderen landet. Dieser macht sich gerade zum Abflug bereit. Dabei kommen sich die Rotorblätter zu nahe. Beide Maschinen werden dabei zerstört. 6 Menschen werden dabei zum Glück nur leicht verletzt.